Grüß dich und willkommen zur TAP. Herausforderung in Bloons Hitte 6 am 6.28.23 auf der Katastraßen mit der Schwierigkeitsstufe schwer im Luftablastenmodus. Und das sind die Regeln. Du darfst nur zwei Affen platzieren, hast knapp 9000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 55 ab. Hier kommt ein Moab am Ende und sehr viele Keramikbloons. Affenwissen ist hier deaktiviert und unser Problem ist die große Bloongeschwindigkeit. Okay, los geht's. Hier gibt es einige unterschiedliche Lösungen, zum Beispiel kannst du das mit dem Zauberer und dem Bombenwerferturm schaffen oder dem Bumerangaffen und dem Zauberer. Ich mache das Ganze aber mit dem Pionier. Also nimm einen Pionier, platzieren hier an diese Stelle hin, so nah wie möglich an den Weg heran. Dann machst du als Verbesserung hier oben 4, 0 und 2. Dann nimmst du noch einen Zauberer, ja, ganz recht, und den platzierst du dahin. Dann machst du als Verbesserung 3, 0 und 2. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen einige Keramikbloons, aber unser Pionier leistet hier wirklich gute Arbeit mit seinen Türmen. Die frieren die Keramikbloons teilweise ein. Das verschafft uns natürlich ein bisschen mehr Zeit, um die zum Platzen zu bringen. Hier kommt noch ein Moab am Ende. Macht dir keine Sorgen, der kommt hier einmal herum, aber der wird an dieser Stelle zum Platzen gebracht und die ganzen Keramikbloons, die da hervorkommen, die werden auch zum Platzen gebracht. Das war hier schon wirklich sehr, sehr knapp. Da war noch ein Bloon unterwegs. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Affenboost. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.